Part 2 vom Sommer-Event ist draußen. Wir schauen uns jetzt alles an, was es gibt. Hier seht ihr einmal den Update-Log. Los geht's. Wir haben jetzt den zweiten Game Pass, so wie wir es erwartet haben. Und wie ich es auch erwartet habe, sind hier immer noch die Sailor-Eggs drin. Und natürlich zum Schluss immer noch das Pirate-Egg. Warum sollten sie auch ein neues Egg da reinpacken, wenn sie schon eins haben? Aber diesmal kriegt man 3 Pirate-Eggs und diesmal gibt es 150 Level. Das bedeutet, es wird länger dauern, das Ding durchzuspielen. Vielleicht hat sich Preston gedacht, es hat mir noch nicht gereicht, wie viel Zeit die Leute reingesteckt haben. Hier kann man das Hoverboard auch wiederbekommen, oder ist das ein neues? Nee, das gleiche Hoverboard kann man jetzt nochmal bekommen. Wer es beim ersten Mal verpasst hat, hat jetzt nochmal die Chance darauf. Und ich habe 0 Sterne, das ist ja richtig blöd. Ich habe extra beim letzten Mal 60 oder so von diesen Sternen gefarmt, damit ich die direkt übernehmen kann. Aber das zählt nicht, na klar. Jetzt muss ich nochmal von vorne machen. Aber 3 Free Gifts kann ich ja fast schon claimen, 1 habe ich nämlich. So, na, was steht hier? Danke für die 100 Millionen Gems, Rivella. So, gehen wir jetzt hier mal rein. Wunderbar, die Welt finde ich super. Oh mein Gott, die Welt ist ja auch super. Ach, endlich sind wir hier. Hat lang genug gedauert. Mensch, das war echt ein Struggle, hier hinzukommen. Findet ihr nicht auch? Aber es ist auch ein Struggle, hier Sachen abzubauen. Wie bekommt man viele Sterne? Indem man einfach die Quest hier oben macht. Am besten immer die Quest machen, die am meisten Sterne bringt, sofern man die anderen nicht sehr viel schneller abschließen kann. Die neuen Eggs gibt es hier jetzt auch. Mit den neuen Tropical Pads kommen davon öffentlich jeweils ein paar. Aber ich werde sie jetzt nicht behalten. Obwohl doch. Ich mache mir für Basic Pads einfach mal Keep rein. Einfach nur, damit ich die nachher für den Battle Pass wieder schneller auf Gold und auf Rainbow bringen kann. Welche Quests lohnen sich am meisten? Alle. Wenn du irgendwelche Quests liegen lässt, dann ist ein ganzer Slot blockiert, mit dem du Sterne bekommen kannst. Also solltest du am besten auch die Quests machen, die am anstrengendsten sind. Es sei denn, du hast Quests, die du sofort abschließen kannst in den anderen Tiers. So macht man das am schnellsten. So habe ich das zumindest auch sehr schnell für mich gemacht. Ich kriege hier nur dieses Basic Pad. Ich möchte wenigstens noch einmal das Epic Pad. Dankeschön. Ist es doch, oder? Nee, das ist es nicht. Ich will wenigstens noch dieses andere Epic Pad haben, oder was? Das hier ist Rare? Nee, das Rare Pad kriegt man gar nicht. Das ist zu selten. Jetzt habe ich sogar schon ein Rainbow bekommen. Wartet, ich hau mir mal Boost rein. Vielleicht bringen die was, dass ich weniger Basic bekomme. Ja, Triple Coins auf jeden Fall auch. Schadet ja alles nicht, hier ein paar Boosts reinzuhauen, oder? Jetzt aber, komm, gib mir einmal bitte das Rare Pad. Ich meine, es kann nicht sein, dass ich das Epic Pad jetzt mehrfach gezogen habe und das Rare Pad noch gar nicht, obwohl die Chance auf das Rare Pad doppelt so hoch ist. Und ich ziehe es immer noch nicht. Ich habe sogar das Epic Pad jetzt schon in Rainbow gezogen. Hä, wie selten ist denn das Rare Pad? Da steht 5%. Während bei dem App... egal. Das liegt wahrscheinlich an den Game Passen, die ich habe, die dafür sorgen, dass ich wahrscheinlicher Epic Pads ziehe. Aber ich interessiere mich nicht für diese blöden Epic Pads. Ich will das Rare... egal. Gut, wir gucken weiter zum nächsten Eck. Hier haben wir ein Melonen-Eck. Aus dem Melonen-Eck habe ich auch schon was gezogen. Okay, das bedeutet, es gibt nicht in jedem Eck neue Pads, sondern die teilen sich ein paar Pads miteinander. Offenbar. Ist nun mal so. Es kommt schon hin. Oh, Pufferfish und dann Legendary gleich mehrfach gezogen. Das ist doch schön. So, dann würde ich hier noch machen. Das neue Huge-Pad, das sieht übrigens ziemlich cool aus. Warte, gleich können wir es nochmal sehen. Ich finde, das sieht cool aus, aber ich werde es sicher nicht ziehen. Aber wenn du es ziehst, kannst du es mir gerne über die Mailbox schicken. Dann habe ich's. Danke. Gerne machen. Okay, wie weit seid ihr da hinten? Oh mein Gott, die Kiste lässt sich gar nicht abbauen. Ja, dann baut lieber diese Früchte hier ab, die lohnen sich mehr. Das schlage ich euch übrigens auch vor, wenn ihr 133 Coins, das war's, egal. Wenn ihr schneller von diesen roten Popsicle Coins farmen möchtet, dann geht nicht unbedingt in die letzte Area und arbeitet euch stundenlang an einem Drop ab. Baut schon die Drops ab, die ihr noch relativ schnell abbauen könnt. Das lohnt sich dann eher. Vor allem kriegt ihr auch ziemlich viele. Ich habe die meisten meiner Popsicle Coins aus dem Battle Pass oder Season Pass oder wie man den auch immer nennen möchte. Steht Sommer Event, aber das ist ein blöder Name. Ich meine, naja. Wir werden jetzt erstmal noch ein paar von den Tiers hier machen, weil viel mehr wird uns das Update nicht liefern. Außer natürlich das neue Tropical Island Event, welches wahrscheinlich genau das gleiche sein wird. Hier ist dann wieder eine Kanone, Summer Islands Event, ja. Wird wahrscheinlich das gleiche sein. Ich hoffe, dass diesmal die Chancen nicht so ehrenlos sind. Aber, na, ich halte es trotzdem für wahrscheinlich, dass sie so bleiben werden. Gut, wir müssen 10 Rainbow Pads machen, das zweimal. Und wenn man eine Quest zweimal genau gleich hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall, der Quest nachzugehen. Also gehen wir jetzt mal zur Rainbow-Maschine und machen hier einfach mal ein paar Rainbow-Pads. Und vielleicht ist es sogar shiny. Ich weiß es nicht, ist mir egal. Jetzt die Pads, die wir vorhin alle gehatcht haben, Rainbow machen. Deswegen habe ich natürlich die Pads auch gehatcht und auf Basic behalten, weil Basic hatcht man sowieso am meisten. Das ist übrigens auch mein Tipp an euch, wenn ihr Pads Gold oder Rainbow machen müsst, dann geht einfach in die Startwelt und holt euch dort einfach die Basic-Pads.
Das habe ich auch gemacht. Warum stand da gerade Quest completed? Ich habe doch gar keine Quest completed. Also, oh so, na gut, vielleicht auch eine Quest. Das kann sein. Aber keine Sommer-Event-Quest. Guck mal, ich habe hier nämlich noch einige Foxes übrig und so vom letzten Mal. Ich habe aber auch schon ganz viele gelöscht. So, natürlich die ganzen Lamps, die ich Gold gemacht habe, weil ich Platzgold machen sollte. Und blub. Das, ah ne, zwei fehlen noch. Lol, ich dachte, das wäre das letzte. Na gut, dann halt noch ein Bär. Please verlose es, please. Das ist jetzt nicht so, dass es super krass ist. Aber meinetwegen, wer von euch will das Ding haben, schreibt jetzt seinen Namen. Der Erste, der es schreibt, kriegt's. Dankeschön, Crafter, I guess. Ich gucke jetzt einfach, der Erste, der seinen Namen in Chat schreibt. Also der Erste, der den Stream hier sieht, der kriegt's jetzt einfach. Keiner schreibt seinen Namen, keiner will's haben. Luge schreibt ich, aber Emir hat seinen Namen geschrieben. Also nehmen wir auch die Nachricht von Emir. Gehen ran. So. Und du bekommst dann von mir das Ding, bitte sehr. So, verlost. Verlosung vorbei. Gehe jetzt in die Cat World und gehe dann in die Cat Tiger. Weil dort hatcht man gefühlt am schnellsten die Legendary und auch die Mythical Pets. Das habe ich zumindest immer gemacht, als ich das Ding halt gegrindet habe. Also gehe ich hier hin, gehe dann wieder auf Turn On und ich warte einfach. Da haben wir schon mal zwei Legendary Pets und Mythicals sind auch immer wieder dazwischen. Wenn ihr nicht so viele hatcht, macht eure Luck Boosts rein. Und wenn ihr trotzdem nicht so viele hatcht, dann liegt es einfach daran, dass ihr nicht dieselben Gamepässe habt wie ich. Aber die Chancen sind grundsätzlich höher. Das bedeutet, bei anderen Ex werdet ihr noch unwahrscheinlicher hatchen als hier. Ey, Conny. Ey, Felix. Was machst du gerade? Ich hatche 100 Legendary Pets. Und du? Ich hatche gerade einen Huge Butterfly. Und zwar 498 Stück gleichzeitig. Krieg ich auch? Du kannst dann einen haben von den 498. Vielleicht sogar zwei, wenn du dich nett anstellst. Das ist nett. Danke. Und wie gedenkst du so viele Pets zu hatchen? Naja, ich stehe vor deinem Egg und hatche die gerade und ich habe halt Glück. Hoffentlich. Ach so. Ja, so funktioniert das, oder nicht? Ja, so funktioniert das auf jeden Fall. Ich habe halt leider nie so viel Glück, deswegen versuche ich es gar nicht. Aber wenn du so viel Glück hast, dann ist das natürlich geil. Für alle Beteiligten. Ja, das Ding ist, eigentlich hast du immer so viel Glück, weil du hast ja dann auch... Weil ich einmal in deiner Gegenwart ein Huge Pet gehatcht habe. Das einmal in meinem Leben, dass ich ein Pet gehatcht habe, welches keine Hellrock war. Genau. Und ich habe das noch nie geschafft. Doch, du hast ziemlich viele Event-Eggs bisher schon geöffnet. Exclusive Eggs aus dem Huge Pets Cup. Ja, hä? Das ist aber auch eine 50% Chance und nicht eine 1:20 Milliarden% Chance. Ja und? Also, ich habe es noch nie aus einem normalen Egg gehatcht. Ich habe aber auch schon viel mehr normale Eggs gehatcht als du, weil ich immer AFK 24/7 hatch. Ja, das kann gut sein. Und ich habe während diesen ganzen AFK 24/7 Hatches nicht einmal ein Huge Pet gehatcht. Ja, aber dann auf einmal in meinem Stream, weil du mir die Show stehlen wolltest. Genau. Damit habe ich die Quest dann abgeschlossen. 100 Legendary Pets gehatcht und dann geht's jetzt weiter. 75 Saves, das sind solche Sachen, die hebe ich mir mal auf, bis ich viele von diesen Quests habe. Jetzt gehen wir noch in die Tag World, hatchen einfach nur 100 Pets aus der Tag World, einfach random. Theoretisch hätte man hier auch auf Legendaries gehen können. Aber die Tag World war noch eine Zeit, in der Legendaries gar nicht so häufig waren. Vielleicht aus dem Eck hier, darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so geachtet. Aber ja, komm, hier gibt es auch noch viele Epic Pets, stimmt. Auch hier sind Legendary Pets eher noch die Seltenheit. Ich gehe mal hier hin, hier gibt es nämlich noch viele Basic Pets. Und Basic Pets habe ich ja gerade Auto-Delete ausgemacht, weil ich die später noch gut zu Gold Pets machen kann. Und ja, einfach nur Eggs-Hatchen ist ziemlich schnell, weil ich kriege mit Dreifach-Hatch halt pro Hatch 3 Eggs. Eine Hatch dauert so, keine Ahnung, 2 Sekunden, 1,5 Sekunden vielleicht. Also ist man nach maximal 2 Minuten durch. Wenn man Einfach-Hatch hat, dauert es ein bisschen länger. Wenn man Achtfach-Hatch hat, dann geht es super schnell. Aber Achtfach-Hatch sind mir wirklich die Robux nicht wert. Vor allem nachdem ich für Dreifach-Hatch schon mal Geld ausgegeben habe. So, wie viele Pets brauchen wir noch? 4 Pets, das bedeutet noch ein Hatch hier. Und dann werde ich noch einen einfachen Hatch hier machen, weil wir wollen ja nicht zu viel hatchen, ne? So, Quest wäre abgeschlossen, 1 Stern dazu bekommen. Jetzt muss ich 20 Pets enchanten. Das finde ich immer nervig, weil Enchanten dauert immer so lange. Aber es geht an sich auch klar. Man geht halt einfach in die Fantasy World, zu den Portalen oder so. Ist an sich egal. Und dann wählt man hier, das wurde zum Glück ein bisschen einfach gemacht, 3 Pets aus. Am besten Basic Pets, weil die nicht so teuer sind. Wählt dann eine Verzauberung aus, die sie niemals bekommen werden, wie Multiplier Madness 5. Und dann wartet man, bis man 20 Mal enchanted hat. Wenn dann tatsächlich eins von den Multiplier Madness 5 haben sollte, dann dauert es natürlich länger und dann muss man einschreiten. Aber ja, es ist unwahrscheinlich. So, wie viel noch? Wir haben es schon fertig. Perfekt. Aber eine Sache möchte ich noch nachgucken, die ich vorhin gar nicht nachgeschaut habe. Und zwar natürlich das neue Exclusive Egg. Die atlantischen Eggs. Ich bin ehrlich gesagt nicht so ein Fan von diesem Türkiston. Man kann es gut einsetzen, aber ich bin kein Fan von diesen Farben.
Dementsprechend wären das jetzt auch keine Pets, die ich so bevorzugen würde. Schreibt mir gerne mal in den Chat, was eure Meinung zu den Farben ist. Also ich würde jetzt sagen, ja, nee, nicht so interessant. Da fand ich diese ganzen Nightmare-Pets schon ziemlich viel cooler. So, wie viele Gold-Pets muss ich noch machen? 18, ja. Es dauert immer lange, dieses blöde Geklicke hier. Naja. 5 Pets in die Daycare. Das ist praktisch, weil ich glaube, das sollten wir bald soweit sein, oder? Ja, perfekt. Das Gute ist, es wurde gefixt. Wenn wir Pets aus der Daycare rausnehmen, claim all. Nee, dann zählt es als ein Pet. Genau, es wurde aber gefixt, dass wenn wir mehrere Pets gleichzeitig reinpacken, dann zählt es als mehrere Pets. Deswegen packe ich mal 4 rein und seht, hat funktioniert, wurde abgeschlossen. Mehrere Pets rausnehmen funktioniert noch nicht, da hätte man die einzeln rausnehmen müssen, wenn man jetzt wirklich sehr sparsam damit umgehen will, wie es denn da so läuft. Wenn ihr die Mission habt, dass ihr Saves farmen sollt, dann geht zum Pixel Vault, weil hier gibt es nur Vaults und Saves. Vaults und Saves und Vaults und Saves. Das andere droppt hier nicht in dem Bereich. Saves und Vaults. Vaults zählen natürlich nicht als Saves und Saves zählen nicht als Vaults. Aber das sind die einzigen beiden Sachen, die ihr droppen, neben Gem-Piles und Obst natürlich. Also hier kann man diese Quest ziemlich schnell abschließen. Es bringt was, sich so ein bisschen mit Pet Simulator auszukennen und zu wissen, wo welche Drops am ehesten kommen. Kisten kommen übrigens viel in Axolotl Ocean, unten bei dieser Kiste. Noch ein paar Worte zu dem, was das Update so bietet. Mehr habe ich aber auch nicht mit gerechnet. Ich habe damit gerechnet, dass genau das passieren wird, deswegen bin ich nicht vom Update enttäuscht. Ich bin aber auch nicht begeistert vom Update. Okay, danke. Weil mir das Update nichts bietet, wo ich mir denke, wow, damit habe ich nicht gerechnet. Und mein Fazit ist, meh, 5 von 10. Okay, es gibt noch einen Part vom Update, den ich euch nicht gezeigt habe. Dementsprechend zeige ich euch den jetzt. Und jetzt geht's endlich ab ins Summer Island Event. Okay, Victor, wehe, du hast mich angelogen mit, es sieht neu aus. Oh, es sieht neu aus. Was ist das hier? Das ist wie das Lucky Block Update. Oh, Reach Goal to Unlock. Reach Goal to Unlock. Ja, schau mal auf das Billboard, was da steht. Oh! Habe ich auch im ersten Moment nicht gesehen. Ja, gut. Wollen wir damit nicht lieber dann auf einen öffentlichen Server gehen? Oder auf Schmacko? Ja, ich glaube, das wäre... Nein, aber sind da Leute drin? Ja. Ja, das Event ist auf Schmacko 2. Okay, let's go, dann komme ich. Gut, dann legen wir jetzt los. 460, bla bla bla, okay. Dann hau ich mir auf jeden Fall Pet Sending All rein. Ja, weil schon wie viele HP die Dinger haben. Wenn du die nicht Pet Sending All machst, braucht das 1000 Jahre. Das ja, aber ich kann halt mehrere auf einmal abbauen, die 1000 Jahre brauchen. Ich meine, ja, können wir so machen, wenn du willst. 330 QT. Ja, wann kommt endlich diese große Kiste hier? Bei 10.000, Anton. Achso, diese da. Ja, die wird sowieso 5 Jahre brauchen zum Abbauen. Oh, glaube ich nicht. Die wird höchstens ein Jahr brauchen zum Abbauen. Nee, ich glaube, du untertreibst, Anton. Du musst die Wahrheit sehen. Wir werden es sehen, wenn wir sie finden. Du musst dann, wenn wir sie finden. Och, wehe, wenn die dann das wieder so machen, dass man die Chance auf eine mal 50 Huge Chance hat. Hat man. Ja, dann raste ich aus. Was soll denn das? Also ich denke zumindest, dass es so sein wird wie letztes Mal. Ja, dann ist das Müll. Ich will doch nicht dafür arbeiten, um die Chance dafür zu bekommen, eine höhere Chance zu bekommen. Und am Ende ist da gar kein Eck mit einer 0% Chance. Das wäre so mit einer 1%, das wäre so witzig. Das gibt's ja, das gab's ja beim letzten Event, dass da die Hälfte der Räume irgendwann ohne Eck waren. Ja, das gab's auch, das gab's auch. Alter, dann werde ich so sauer. Ey, wir haben schon 2000 von 10.000. Hey, Felix. Hallo. Wie findest du das Event? Kacke. Du musst auf Schmacko 2 kommen, um uns zu helfen. Ich finde dich kacke. Ja, du musst uns helfen. Oh mein Gott, eine große Kiste, Anton. 3,45SX. Wo? Bei der Kanone. Bei der Kanone? Oh mein die Gott. Ist gar nicht mal so groß. Warte, ich muss euch helfen auf Schmacko 2. Genau. Okay, dann helfe ich euch. Oh mein Gott. Das wäre so witzig, wenn du den Server jetzt aber ausmachen würdest. Nee, mach ich nicht. Ich würde das nie tun. Das wäre so witzig. Behalte dich aber, Felix. Gleich kommt die erste Island. Nicht mehr lange. Felix, du kannst doch nicht meine Zuschauer mit da reinholen. Doch. Felix, komm leider auf Schmacko. Bei dich aber, Felix. Du musst selber auf den Server kommen. Ich hab schon die erste Island gesehen. Bei mir war es mal 3. Eine große Kiste. Und bam! Jetzt fehlen nur noch, wir bauen noch 125. 225 oder so. Ja, 225. Machen wir. Ja, easy. Lass meine Pets einfach abbauen, dann passiert das einfach. Ah, nur noch 90. Nur noch 90. Nur noch 80. Nur noch 55. Ich bin so ein Mathe-Profi. Nur noch 9000. Mal 2, Anton. Okay, erstes Ei. Wo ist denn das? Da hinten. Mal 2. Ja, wo? Ah, da hinten. Ich hab's gefunden. Oh mein Gott, eine zweifache Huge-Chance. Das ist Müll. Ich hasse dieses Event. Das Event bekommt von mir einen Daumen nach unten. Wisst ihr noch, wie ich meinte? Es ist eine 6 von 10. Es ist eine 4 von 10. So, Fazit.